Herzlich willkommen bei Wein am Limit, liebe Valinauten. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu mehr Spaß im Glas, auch im neuen Jahr. Vier Weine habe ich jetzt zu verkosten, also eine ganze Range. Also bleibt dran, strengt euch an, ich tue es auch, ich gebe alles. Malineux, Chris Malineux war neulich da und wir haben ein Video auf Facebook gedreht, beziehungsweise in Facebook eingebunden, aber dann ist es halt bei Facebook. Das ist nicht mehr bei uns. So, deswegen machen wir nochmal eins, aber Chris ist schon wieder weg. Nein, und es gibt auch einen guten Grund dafür. Diese Weine sind wirklich etwas Besonderes und sie gehören nicht so zu den ersten Weingütern, mit denen wir bei Wein am Limit gearbeitet haben. Neben Ibn Sadi und neben Winding Dias und Pato sind das wirklich hier sozusagen unsere Pioniere der Anfangszeit und sind mittlerweile in den 10 Jahren, wo es das Weingut gibt, ziemlich weit gekommen, denn 2008 war der erste Jahrgang. Jetzt, nach 10 Jahren, kann man sagen, ist Malineux angekommen und zwar echt in der Spitze und zwar nicht nur in der südafrikanischen Spitze, sondern auch, ja, frech gesagt, auch in der Weltspitze. Was mir gefällt, ist, sie haben nie ihren Stil geändert. Sie sind eigentlich sich immer treu geblieben. Natürlich, klar, haben sie qualitativ so ein bisschen an den Stellschrauben gedreht, aber eigentlich, und was viel wichtiger ist, sie sind sich und ihrem Credo treu geblieben. Sie sind weiterhin ein sehr kleines Weingut, die händisch produzieren, die minimalistisch eingreifen, die viele Sachen der Natur überlassen, wie zum Beispiel die Vergärung, spontan, große Fässer, gebrauchte Fässer, keine Schönungen, Filtrationen, wenn überhaupt nur bei diesen Weinen, bei denen hier schon nicht mehr. Und im Swartland in Südafrika geht ja sowieso seit einigen Jahren die Post ab, aber Malineux hat es eben geschafft, nicht nur Swartland bekannt zu machen, sondern auch darüber hinaus wirklich viel für Südafrika zu tun. Andrea und Chris gehören zu den umtriebigsten Leuten. Man sieht, wo die überall sind. Machen in Kalifornien noch Wein, haben noch ein anderes Projekt laufen in Stellenbosch. Aber das ist die Range, um die es geht. Und das sind so gute Weine. Und ich möchte sie einfach nochmal vorstellen, dass sie richtig gewürdigt werden. Fangen wir mal an. Weil das ist so ein bisschen das Einstiegsmodell. Das nennen sie Kloof Street. Die Kloof Street ist bekannt. Wer schon mal in Kapstadt war, ist sozusagen die Partymeile. Und das ist der Chenin Blanc. Chenin Blanc ja sozusagen die Sorte in Südafrika, die eigentlich viel mehr sozusagen für das eigene steht, sprich für südafrikanischen Wein, denn die anderen internationalen, gut, die dort auch wachsen, die kriegt man von überall. Aber Chenin Blanc Südafrika ist wirklich ein Synonym und ich finde es gut, dass die jungen Winzer wieder angefangen haben, sich mehr auf diese Sorte zu konzentrieren. Es gibt so weit über 20.000 Hektar, wesentlich mehr als in Frankreich, wo sie herkommen. Chenin Blanc, Kloof, hier ganz bewusst auch gelegt, der Fokus auf die Sorte und nicht so sehr aufs Holz, meine Fresse, ey. Also immer wieder, muss ich wieder sagen, das sind Weine, die haben schon eine gewisse Seasoning, ja, sie sind schon gewisse Kraft haben diese Weine. Ich finde es auch diesen Apfelcharakter, diesen bräunlichen Apfelcharakter so ein bisschen da drin, aber es ist eher doch ein fruchtiges Erlebnis. Kräuternoten und. Das ist schön, einfach sehr klar, sehr sauber, sehr pur, sehr direkt. Und kann auch ein bisschen Luft noch ab hier, also ein bisschen schütteln im Glas, das tut ihm ganz gut. Das ist der Unterschied zu Frankreich. Da war ja jetzt nur 13%, aber die Weine haben gewiss, wie ein Chardonnay, eine gewisse Textur, einen gewissen Schmelz, eine gewisse Cremigkeit. Hinten raus. Nicht zu viel Säure. Das ist eine richtig coole Sorte. Ich frage mich, warum die vielen Leute immer nur andere Sachen trinken, also die altbekannten Sorten. Chenin Blanc, damit macht ja meines Erachtens nichts falsch. Das ist ein fantastischer Seafood-Wein, toller Party-Wein. Ich finde auch noch in der Price-Range echt bezahlbar. Und diese Kloof-Geschichten, das ist so ein bisschen vielleicht, das ist so New World Mentality, wobei es gibt es ja hier auch. Ist so ein bisschen das Einstiegsmodell bei den Malineux. So, und dann kommen wir zu den Estates. Also hier kaufen sie auch übrigens ja Trauben dazu. Hier bei den Estates, da nehmen sie Weingärten an, die sie wirklich nur selbst wirtschaften. Habe ich den weißen? Ja, das ist ein wunderschöner Wein immer und der auch wunderbar reifen kann übrigens. Also muss man nicht ganz jung trinken, das ist der White Blend. Und ich lese mal vor, 65% Chenin Blanc, 13% Grenache Blanc. Claret, um den Alkohol zu reduzieren, Grenache für die Festigkeit, Viognier für die Aromatik sind 10% und etwas Semillon, ja, der, denke ich mal, hier so ein bisschen das Bild abrundet. Aber die Basis dieses Weines ist eben Chenin Blanc und Old White, sie nennen ihn Old Wine Whites, so Old Wine Whites. Warum? Weil ich glaube, im Schnitt sind diese Reben hier über 40 Jahre alt. Und wieso gibt es so viel Chenin Blanc in Südafrika?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, die Hugenotten sind daran nicht ganz unschuldig. Die haben ja, also sprich, die wurden ja ausgesiedelt, also sprich, die französische Achse war da. Die haben natürlich alles Mögliche ausprobiert und sind mit dieser Sorte irgendwie, glaube ich, ganz, ganz happy gewesen. Das war ja auch lange Zeit die Sorte. Es gab ja gar kein, es gab nur ganz wenig Chardonnay, es gab nur ganz wenig Sauvignon Blanc. Das war minimal. Das meiste war eben Chenin Blanc. Der hat sich eben hervorragend ans Klima adaptiert. Und das ist, denke ich mal, so der wichtigste Punkt. Und dann hat man diese Sorte vergessen, hat sich sehr stark auf die neuen Sorten konzentriert, hat dann irgendwelche Balkweine daraus gemacht oder irgendwelche Saufweine und hat sie nicht richtig gepflegt. Und dann eigentlich erst so vor 10, 15 Jahren haben wieder junge Winzer, nachdem sie überall auf der Welt waren, kamen sie jetzt nach Südafrika zurück und haben festgestellt, hey, also hier haben wir aber eigentlich, wir haben ganz andere Möglichkeiten und lass uns doch mal mit dem Chenin Blanc was versuchen. Weil früher, also die ersten Chenin Blancs, die ich auch und ich noch kennenlernen durfte, das war von bis. Manche schmeckten so ein bisschen wie ein gewollter, wie so ein Franzose, auch mit Restsüße so oder so wie Sauvignon, sehr brachial. Oder dann eben so Quaffer, so ich sag mal in englischer Tradition, weil England ist ja ein wichtiger Markt für Südafrika. Das waren dann eben so wirklich so Pappweine, ja, zum, einfach zum Saufen, da hat man den Wein verunstaltet. Plus es wurde viel destilliert, natürlich, weil Fortified, das ist natürlich auch eine Variante, die man dort getrunken hat viel. Ne? Also eher kräftige Sache, also entweder für Cape Fortified, also so für Portweine oder eben zu Brandy oder sowas. Das ist, glaube ich, warum der Chenin Blanc so ein Schicksal gefristet hat. Naja, und das, was wir heute eben erleben, ist, dass Chenin Blanc bei vielen auf einmal wieder in den Fokus rückt und sagt, okay, das sind alte Reben, weniger Ertrag, aber eben eine tolle Qualität und sie sind hervorragend angepasst ans Klima und sie gehen weg davon, die Franzosen nachzumachen, machen ihr eigenes Ding, was ich gut finde. Ah, und jetzt, wobei hier ja auch das Blending eigentlich auch ein bisschen für Südafrika steht häufig, das heißt, also mit mehreren Rebsorten zu arbeiten, das macht man in Südfrankreich auch, einfach um eine Balance zu schaffen, um eine Kontinuität zu schaffen auch, auch um dem Wein mehr Vielfalt, eine Komplexität zu geben. Also es sind viele Gründe, die dafür sprechen. Also die Blend ist per se nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sogar sorgt dafür, dass der Wein sich so nivelliert. Während hier hast du wirklich diesen Varietal-Charakter, ja, also Rebsorte, die ist hier im Vordergrund. Nee, wie du eben schon sagtest, so da jede Rebsorte hat eine Aufgabe. Ja, genau. Also Claret zum Beispiel hat ja eben gesagt, hier den Alkohol ein bisschen runter, Viognier Aromatik, Chenin Blanc die Basis. Oh, meine Fresse, ey. Also das ist... Was mir immer gut gefällt bei Malinois ist, dass die Weine so wenig Holz haben, also offensichtliches Holz, ja, also nicht so toastig, laut, riechen nicht wie so ein Sperrholzwerk oder wie Sägemehl oder wie so ein Fass Bourbon Vanille. Man riecht so ein bisschen, na klar, der hat hier ein bisschen Holz, es gibt so einen leicht, so einen süßlichen, honigartigen Touch, aber ganz, ganz, ganz dezent. Und im Vordergrund sind hier fruchtige Noten, würzige Noten. Und was man bei diesen Weinen auch sagen kann, das ist Mineralische, dieses Kühle, dieses Steinige, das bringen sie super rüber. Und das ist der Unterschied zu den Franzosen. Also hier ist schon südliche Hemisphäre, Südafrika ist warm, die haben Punch. Die haben einen gewissen Druck, die haben eine gewisse Seasoning wieder, ja, eine gewisse Power-Intensität. Aber eben trotzdem jetzt nicht irgendwie brachial oder dass der Wein hinten auseinanderfällt und alkoholisch wird. Im Gegenteil, er hält hier richtig gut zusammen. Ich denke, der ist auch noch richtig, richtig jung, dieser Wein, wobei macht mir super viel Spaß. Fantastischer Wein. Boah, zu vielen, vielen Gerichten. Sehr universell einsetzbar. Ob das Currys sind, ob das Fischgerichte sind, ob das Gemüsegeschichten sind, kann mir sehr gut vorstellen, so eingelegte Gemüse etc. Fantastisch. Ja. Ganz, ganz, ganz spannender Wein und ich glaube, dass es die wirkliche Handschrift von Chris und Andrea ist und auch die Kenntnis nun jetzt ein paar Jahre damit gearbeitet zu haben, das ist natürlich nicht verkehrt, dass man noch besser das feinjustieren kann. Und deswegen sind sie ja auch mehrfach Plätter Winery of the Year geworden, Parker, Tim Atkin, you name it. Andrea wurde erste Dame überhaupt bei Cape Winemakers Guild, die sonst nur Männern vorbehalten war. Also die haben da echt viel gemacht, die Leute. So, und dann kommen wir zum nächsten Wein ist wieder eine Blend. Upsala. Da merkt man doch, dass die beiden auch Clouve Red, der hat 90% Syrah. Das hat er nicht immer gehabt. Ist stark in diesem Jahr Syrah. Man muss auch ein bisschen gucken aufs Jahr. Und dann haben wir ein bisschen Carignan, etwas Sansot, etwas Grenache, etwas Tinta Barocca und etwas Mourvèdre. Jeweils so 1-2%. Also, aber die Basis dieses Weines, also in diesem Jahr ist, im 17er ist, eben der Syrah. Und
Die beiden waren ja auch lange Zeit in Frankreich, auch in den USA, wo die Andrea jetzt herkommt. Und das Blenden und ja, dieses südfranzösische Blenden, denke ich mal, das hat sie auch ein bisschen inspiriert, diesen Weg zu gehen. Ah, das ist immer toll, weil ich muss wirklich sagen, ich liebe diesen Wein. Vielleicht sogar von den dreien, was ich sage, macht mir der irgendwie am meisten Spaß oder der hat so was Rauchiges. Das sind alle toll, aber klar, logisch, aber so ein bisschen hier wie ein Vater mit seinen Kindern oder die Eltern mit ihren Kindern. Wo was, ich bin nicht der Vater da vorne, ich bin der Onkel immerhin und ich liebe die alle vier. Aber dann hier, den hier mag ich besonders, weil ich finde ihn so schön. Er hat so, ist so spicy, hat so was Rauchiges und nichts Offensichtliches und so eine Würze kommt da raus aus dem Glas. Das erinnert mich so ein bisschen so am abends am Grill zu stehen, mit ein paar Leuten ein paar Würste draufschmeißen oder so. Und das ist eigentlich auch genau der Moment, weil mir das richtig viel Spaß machen würde. Cotiron auf Südafrikanisch vielleicht. Ja? Also Blending wieder mit verschiedenen Sorten. Wobei der Syrah gibt hier so eine florale Note mit rein. Unglaublich fein in diesem Jahr. Einfach, wirklich. Schön hinten raus. Leichte Süße. Tolle Säure. Nicht zu konzentriert, man hat nicht das Gefühl, dass man hatte irgendwie, viele Leute brauchen ja so eine Explosion am Gaumen. Wer es braucht, ich brauche es nicht. Weiß nicht, du Sebastian? Nicht unbedingt. Nee. Hast du schon alle probiert hier von denen? Ja, ich habe die alle probiert. Und welchen magst du am liebsten? Also, Während du noch überlegst, kann ich ja weiterquatschen. Ja, klar, natürlich. Ich würde sagen, die Weißweine mag ich sehr, also sehr, sehr gerne. Oh, ich liebe diesen Wein. Ich muss sagen, der Clou Red ist köstlich, super. Das ist so... Das möchte ich eigentlich sehen in einem Steakhouse, mal glasweise. Aber in Deutschland, ich sag nichts, naja. Also in den meisten Steakhäusern, nicht überall. So, das macht wirklich Spaß. Das ist Bock und das ist authentisch. Und das ist nicht irgendwie nachgeäffter Nonsens, sondern das ist wirklich was Eigenes. So, und letzter Wein. Letzter Wein der Runde. Der 16er Syrah Estate. Hier sind die Weingärten nicht ganz so alt, aber was die beiden machen, eben sie schauen überall im Swartland nach Parzellen. Da lassen sie sich helfen von einer gewissen Rosa Krüger und mit der Lady versuchen sie diese alten Parzellen oder auch junge Parzellen auf jeden Fall, versuchen sie Top-Weingärten rauszusourcen. Es sind, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene hier. Es gibt ja auch verschiedene Bödenformen im Swartland. Und ja, das ist auch irre. Also das, ich glaube, das ist insbesondere für Weinkenner. Weil wir gehen weg von dem Klischee, dass Südafrika Shiraz produziert, schweren Wein, üppig und holzig. Das hat was von Europa wieder und trotzdem ist es eben Südafrika. Und Europa hat es eben, weil du findest mehr die schwarze Olive, die auch zum Syrah gehört. Du findest mehr... So Veilchen, Rose, Blaubeere, Blaubeerkuchen, Blaubeerpfannkuchen. Hinten raus so eine leicht rosinierte Süße, die ja so ein bisschen an, wie heißt das nochmal in Österreich da, dieses Gerät, was sie da im Ofen reinschieben mit Eiern und diesen Pfannkuchen, mit den Rosinen und Mandeln und ein Schmoren, so ein bisschen wie ein Schmoren. Also diese Süße meine ich so, dieses leicht karamellisierte. Ein Schmoren, aber der Wein ist kein Schmoren, ne? Ja, und dann kriegst du so ein bisschen ganz leicht so dieses so Rittersport, so ein bisschen, ja, also mit Traubennuss, ja, so ein bisschen in diese Kategorie gehend. Und herrlich, und dann diese Sauerkirsche und diese Frucht. Und das ist eben, was mir am Trinken wirklich Freude macht, ist, es sind keine offensiven Weine und es sind keine offensichtlichen Weine, sondern mit denen muss man sich beschäftigen. Und wenn man über Wein was lernen will und mit Wein Spaß haben will, dann sind das die richtigen Weine. Und das sind auch Weine, die wahrscheinlich weit raus, nur nicht weit rausgehen, aber die sind schon ein bisschen außerhalb der Komfortzone von den meisten, weil sie eben auch konsequent sind, weil sie einem nichts schenken, weil sie erobert werden wollen. Ja? Es sind also keine Weine, die so, ja, nach dem Motto, Reeperbahn nehme ich mit für einen Fuffi, sondern ja, hier musst du dich eben selbst mal drum bemühen, ein Date machen mit diesen Weinen, trinken, Spaß haben, drüber nachdenken, ein bisschen drüber sprechen, zum Essen genießen, das ist vor allen Dingen hier. Also da zum Beispiel ein Lamm dazu oder auch Reh zum Beispiel. Also wenn ihr in der Proteinvariante sind. Auberginen sind fantastisch. So Tabouleh-Geschichten könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist wirklich Freude. Und nicht dieser ganze andere Bullshit, der einem häufig begegnet. Nicht nur, aber viel. Also
Ich finde auch nach wie vor, Südafrika sollte sich mehr an diesen Weinen orientieren, damit sie eine eigene DNA haben. Weil nur so hat man überhaupt, glaube ich, heute eine Chance. Sonst wird man sehr schnell beliebig, austauschbar wie vieles. Ist okay, aber nicht für mich. Weiß ich auch nicht für euch. Ich hoffe. In dem Sinne, das war Malineux. Ganz großes Weingut. Kloof Range, Estate Range, Weiß und Rot. Weine, die auf alle Fälle mehr Spaß im Glas machen, mit denen ich viel Freude habe und die, ja, zu den sozusagen Wein am Limit Familienveteranen gehören. In dem Sinn wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag und kommt gut durch den Winter.